Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser dritten Strick-Vlog-Reihe aus Berchtesgaden. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr, das ist mittlerweile der dritte Berchtesgaden-Teil, beziehungsweise heute wird es auch im Salzburg-Teil sein, denn es ist ultra neblig, man sieht wirklich gar nichts und es soll sich auch ungefähr den ganzen Tag so halten. Und deshalb dachten wir, nutzen wir den Tag und fahren nach Salzburg. Da gibt es wohl auch zwei Wollgeschäfte. Mal schauen, ob die überhaupt heute geöffnet haben an einem Montag. Müssen wir gleich einfach mal schauen, auch wo die gelegen sind. Aber ansonsten werden wir auf jeden Fall nach Salzburg fahren. Und ein kleines Update. Ich habe gestern wirklich fleißig an meinem Aurora Cabin Shawl hier gestrickt. Und dieses ganze Tag, also von hier an, habe ich echt einiges schon geschafft. Das bedeutet, dieses Ding nimmt auch langsam richtig an Form an. Das Nervige ist, es wird einfach immer größer, immer größer. Man hat ja immer so die Hoffnung, dass es zu Ende immer kleiner wird. Bei den Steven West Shawls ist es ja so, dass die Dinger einfach immer größer werden. In jeder Reihe, auch wenn das gerade so ganz banale Muster sind, hat man einfach immer eine Zunahme. Und deshalb wächst das Ding auch wie verrückt. Das ist das eine. Dann, mein Freund hat hier auch glücklicherweise schon mal Wolle gewickelt, denn ich bin auch bei meinem Cardigan richtig weit gekommen. So sieht das ganze Ding hier aus. Ich habe auch schon zwei Reihen nur weiß gestrickt. Ich glaube, bald wird es soweit sein, dass ich die Ärmel aufteilen kann. Und hier bleibt es gerade am Klettverschluss kleben. So. Genau, jetzt wird es bald so sein, dass ich die Ärmel aufteilen kann. Aber mit dem Colorwork bin ich auf jeden Fall schon mal komplett fertig. Richtig, richtig schön. Macht mega Spaß. So, ich hoffe auch, dass ich irgendwas von den Monsterprojekten diesen Urlaub noch fertig kriege. Wir sind noch bis Donnerstag hier. Freitag fahren wir dann nach München weiter. In München erwarte ich jetzt nicht, dass ich so viel Strickzeit haben werde, aber hier auf jeden Fall noch. Deshalb, das ist das eine, das ist das andere. An meinem Dustlin-Sweater habe ich noch nichts gemacht, aber eigentlich auch da fehlen ja nur noch die Ärmel. Die sollten schnell runterzustricken sein. So sieht es im Endeffekt bei mir aus und wir machen uns jetzt fertig und dann fahren wir nach Salzburg. So neblig sieht es aktuell bei uns aus. Normalerweise sind da überall Berge. Wer auch schon mal in den letzten Vlogs gesehen hat, weiß das auch, wie es von hier aus aussieht. Aber man sieht halt wirklich gar nichts. Deshalb bin ich schon ganz gespannt, wie es wird. Aber ich glaube, straßenmäßig soll es kein Problem sein zu fahren. Aber ja, deshalb heute kein Bergtag, dafür morgen und heute ganz entspannt nach Salzburg fahren. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive. Zurück zu Hause und ich habe mich hier schon auf der Couch eingemuckelt mit meinem Aurora Cabin Shawl, an dem ich gleich weiter stricken werde. In Salzburg war es wunderschön, während es hier weiterhin neblig und duster ist, war in Salzburg wirklich tolles Wetter. Wir hatten Sonnenschein, es war warm und angenehm und ja, wir sind so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, waren bei Sonnentor, haben massenweise Gewürze gekauft, was wir jedes Mal machen, wenn wir hier sind. Wir haben mal The Heart of Joy nochmal was gegessen. Wer das Berchtesgaden-Video vom letzten Jahr gesehen hat, hat dort auch gesehen, dass ich das Café total gerne mag. Für alle, die es nicht gesehen haben, es ist ein Café, das inspiriert ist durch einen Yogi, den Sri Chimnoy. Ich hoffe, der wird so richtig ausgesprochen. Und der ist halt für total viele Sachen bekannt. Er hat viel Meditation gelehrt. Er war aber auch ein Sportler, Musiker, Maler und alles. Also richtig, richtig toll.
Und in dem Café habt ihr überall seine Zitate an den Wänden, seine Kunstwerke. Ihr könnt seine Bücher kaufen und das Essen ist wirklich toll. Es ist vegan und vegetarisch. Also ich kann es nur empfehlen. Ich finde es ganz, ganz toll. Genau, jetzt sind wir wieder zurück zu Hause. Mein Freund ist nochmal laufen gegangen. Und ich habe hier meinen Aurora Cabin Shawl, an dem ich jetzt fleißig weiterarbeiten möchte. Weil so langsam muss das Ding ja auch fertig werden. Ne? Also ein paar Reihen fehlen hier noch. Ich glaube, diese kleinen Streifen muss ich noch dreimal wiederholen ungefähr. Und dann bin ich auch mit dem Teil fertig und dann kommt sicherlich wieder dieser Teil. Und ja, ich überlege mir gerade, was ich dabei anmache. Ich glaube, Outlander. Ich habe ja die letzte Staffel vor mir und ich könnte fast weinen, dass es bald vorbei ist. Aber so ist es halt. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ich habe endlich wieder mal von Puka den 3-Kamille-Tee gefunden. Da habe ich mich auch riesig drüber gefreut, denn auf dem Weg nach Salzburg auf der rechten Seite ist ein riesiger Bioladen. Der ist so riesig. Und genau, da habe ich direkt den Tee mitgenommen. Ich habe Sojananda mitgenommen. Das ist ein Aufstrich, den wir total gerne mögen. Kimchi, weil Kimchi ist einfach geil. Kimchi ist einfach ganz toll. Ist nicht für jeden was, aber ich persönlich liebe es. Und es gibt so vegane Landjägersticks. Das sind so, die schmecken so ein bisschen wie so getrocknete Wurst, würde ich sagen. Aber im Endeffekt ist es Räuchertofu in so einer etwas festeren Konsistenz. Und wir mögen das so gerne. Und für die Brotzeit ist es genau das Richtige. Haben wir hier leider bis jetzt nicht gefunden. Deswegen hatten wir es leider nicht mit in den Bergen. Aber so können wir es morgen auf dem Berg mitnehmen. Genau das Richtige dafür. Genau. Und jetzt quatsche ich auch nicht viel weiter, denn ich muss ja an dem Ding hier weiterarbeiten. Also sag ich mal, bis gleich. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Dienstag hier bei mir. Ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen sehe ich noch so völlig zerstört aus auf meiner Couch hier. Ich habe das Gefühl, dass ich immer nur die Videos hier auf dieser Couch beginne. Aber mein Freund schläft, viel Platz haben wir hier nicht, beziehungsweise für eine Ferienwohnung haben wir ultra viel Platz. Aber da es eine Ferienwohnung ist, gibt es einfach immer das gleiche Setting hier. Ich habe mir gerade meinen Tee gemacht. Ich habe gestern ja in Salzburg meinen liebsten Puka 3 Kamille Tee gefunden, den ich sonst nirgendwo finde und ich freue mich so, so sehr. Ich habe schon einige Tassen getrunken, vor allem weil ich eine Packung von meinem Pumpkin Chai komplett leer getrunken habe und eine zweite nicht mitgenommen habe. Ja, deshalb, ich genieße einen halben Moment hier auf der Couch. Ich werde gleich nochmal eine Reihe stricken an meinem Aurora Cabin Shawl, weil ich den Satz beenden möchte. Und dann habe ich nur noch, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... noch einen. Ich glaube, nur noch einen. Doch. Nur noch einen. Und dann fange ich auch schon wieder mit dem anderen Muster an. Und deshalb dachte ich mir, diesen Satz muss ich auf jeden Fall zu Ende machen, damit ich heute Abend dann den letzten machen kann und mich dann wahrscheinlich meinem Dustlin-Sweater zuwenden möchte. Und ja. Ich überlege gerade, was es noch zu berichten gibt. Über Salzburg habe ich euch ja alles soweit erzählt. Heute ist Luxuswetter mal wieder. Das ist echt verrückt. Also der Wetterbericht passt echt kaum zu dem, was wirklich hier so abgeht. Deswegen muss man sich wirklich jeden Tag neu irgendwie anschauen. Und wir haben heute wirklich Luxuswetter. Und es geht heute hoch auf den Untersberg. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit wir gehen, weil das so ein bisschen von der Beschaffenheit und von Cleo abhängig ist. Ich war noch nie auf dem Untersberg, Freunde von mir schon. Und deswegen, ich glaube, wir wollten zu Toni Lenz Hütte hoch. Das sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Ob es da zur Eishöhle mit ihr geht, weiß ich nicht. Das wird sich einfach herausstellen. Steigeisen packe ich für uns trotzdem ein. Und dann gucken wir einfach weiter. Genau, und jetzt genieße ich erstmal meinen Tee. Stricke meinen Schal weiter. Übrigens, ich habe gestern den Fail des Lebens gehabt. Ich wollte zu einem Wollladen in Salzburg. Wollkistel oder so heißt der eine. Der andere hatte sowieso zu. Und wir waren schon halb aus Salzburg raus, als mir eingefallen ist, verdammt, wir wollten zu dem Wollladen. Und dann war auch schon kurz vor Schluss. Und dann dachte ich mir, okay, da werde ich mich jetzt nicht stressen. Also mal schauen, ob ich es überhaupt noch packe, in diesem Urlaub dorthin zu fahren. Wenn nicht, im nächsten. Auf jeden Fall im nächsten. Ja, und ansonsten habe ich ja gestern Abend nur noch gestrickt.
Mein Freund hat mir, weil er jetzt Experte geworden ist oder sich sehr bemüht für mich, mir ein Gesichtsdampfbad mit Lavendelöl gemacht, damit meine Haut vielleicht mal ein bisschen normaler aussieht und nicht mehr so wehtut und so furchtbar aussieht. Das hat wirklich gut getan. Ich habe das Gefühl, dass heute echt schon alles deutlich besser ist. Nicht bezüglich meines Sonnenbrandes, sondern meines Teenie 16 Jahre alten Gesichts. Ja. Und ich dachte mir, ja, probiere ich es mal mit ätherischen Ölen, weil alles, was so dermatologisch empfohlen wird, funktioniert gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, deswegen muss man so ein bisschen mal mit alternativen Methoden probieren. Und mit sowas kann man relativ wenig falsch machen. Genau, mein Lavendel-Gesichtsdampfbad ist das eine. Ja. Und ansonsten muckel ich jetzt noch ein bisschen mit Cleo, mache meine eine Reihe fertig und dann wappnen wir uns schon für den Berg. Ich habe meine Reihe jetzt hier fertig gestrickt. Also so sieht das Ganze aus. Und wie gerade schon erwähnt, muss ich nur noch einmal dieses kleine Musterchen machen. Wird ungefähr ein Stündchen dauern und dann bin ich auch schon fertig. Ich weiß, ein Stündchen klingt echt viel. Aber das sind 4 Reihen, die man strickt. Und das Ding ist einfach ultra lang geworden. Ultra lang. Genau. So sieht das hübsche Ding aus. Ich liebe es sehr. Dann, apropos ganzheitliche Gesundheit, da wollte ich euch noch was empfehlen, außer mein Handy möchte sich nicht entsperren. Das habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Das ist der Podcast von Sina Oberle, heißt Frauensache. Und da gibt es wirklich richtig schöne Themen. Also ich höre mir das super gerne an. Es gibt so viel und wie ihr seht, von 2020 hören wir das auch immer wieder von vorne an. Die ist wirklich toll. Und das Buch, das ich gerade mit meinem Freund zusammen bezüglich Haut lese, ist zum Beispiel auch von ihr. Deshalb kann ich auf jeden Fall empfehlen. Morgen, ihr Lieben, von meiner Yogamatte heute. Es ist Mittwoch hier bei mir und der Tag hat für mich heute mal wieder mit Yoga angefangen. Es war dringend überfällig. Dringend, dringend, dringend. Und ja, so ein bisschen zu der Sache. Eigentlich wollte ich mich diese 2 Wochen total auf meine Kundalini-Yoga-Lehrerausbildung konzentrieren, aber das Internet ist wirklich ganz, ganz schlimm hier. Deshalb habe ich gerade mein ganzes Zoom-Zeug so ein bisschen hier an der Tür zum Flur aufgebaut, weil ich sonst einfach keinen WLAN-Empfang habe und auch da ist es zwischendurch abgebrochen und die Aufzeichnungen von der Kundalini-Yoga-Ausbildung laufen über ein anderes Programm und da brauche ich noch besseres Internet. Und ganz ehrlich, irgendwie habe ich es auch nicht gefühlt. Ich bin hier angekommen, dachte mir, ich habe einfach keinen Bock. Und ich finde auch, das ist völlig legitim. Also ich habe schon mal so ein bisschen thematisch diese Richtung angesprochen. Aber zwingt euch nicht zu Dingen. Wenn ihr da keine Kraft, keine Lust zu habt, dann habt ihr die einfach nicht. Und das ist völlig okay. Es gibt natürlich Dinge, zu denen muss man sich zwischendurch mal zwingen, sonst macht man die einfach nie. Aber so Sachen, die euch Freude geben sollen, da solltet ihr euch nicht zu zwingen müssen. Klar, gewisse Routinen, damit das nicht irgendwie untergeht im Alltag, da muss ich mich persönlich einfach zu zwingen, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und wenn ich einmal drin bin, dann bin ich drin und dann macht es mir riesige Freude. Was heißt zwingen? Eher ein bisschen mehr Überwindung kostet es einen im Endeffekt. Aber jetzt im Urlaub, wenn ich es nicht fühle und es für mich gerade nicht das Richtige ist, dann ist das okay. Na, muss ich auch lange lernen, zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, es ist okay. Ja? Aber an diesem Punkt bin ich und deswegen, die Sachen werde ich nachholen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und vor allem, ich bin ja Hatha-Yoga-Lehrerin. Die Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung mache ich im Endeffekt, um mich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich festgefahren war in meiner Yoga-Praxis und ich musste ein bisschen mehr machen, ein bisschen was anderes, um meine eigene Praxis wieder so ein bisschen zu beflügeln. Und das bringt diese Yoga-Lehrer-Ausbildung auch total, weil heute habe ich mich mit so viel Freude auf die Matte gesetzt und habe es einfach wieder gefühlt. Also es war richtig, richtig gut. Ich mache zwischendurch die Online-Kurse bei der Wanda Badwal. Die finde ich super, super toll.
eine ganz tolle Yoga-Lehrerin. Auch die, die sie anstellt, sind wirklich richtig klasse. Und deswegen, da mache ich meistens meine Praxis, wenn ich sie nicht alleine mache. Und das ist auch so ein Tipp für die Yogis unter euch. Ich brauche es manchmal wirklich, angeleitet zu werden. Wenn ich alleine für mich nur Yoga mache, habe ich da manchmal keine Lust zu. Aber so einen Yoga-Kurs zu machen, und wie gesagt, der Luxus ist mittlerweile, dass man so viel online machen kann. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ich persönlich mag es einfach, weil es mir sehr viel Flexibilität gibt und auch super viel Zeit spart. Na, da muss ich nicht erst irgendwo hinfahren oder so, weil mir wirklich die Zeit zwischendurch fehlt. Sondern kann es einfach direkt von zu Hause aus machen. Deswegen, wenn ihr es nicht fühlt, dann fühlt ihr es nicht und dann ist es okay. Und deswegen habe ich wirklich jetzt die letzte Woche kaum was an Yoga gemacht. Und das ist völlig in Ordnung. Genau, zu Hause ist es halt aktuell auch echt... Der Job braucht mir sehr viel Energie. Sehr, sehr viel Energie. Auf eine eher unschöne Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb brauchte ich auch diese Zeit, um einfach so ein bisschen runterzufahren. Einfach runterzufahren, nichts zu machen, mich einfach nur aufs Stricken zu konzentrieren, nichts anderes, weil es wirklich sehr energieraubend ist. Aber so merke ich jetzt gerade, und der coole Faktor ist auch noch, dass es heute Morgen ultra krass regnen soll. Also es regnet jetzt schon seit heute Nacht und ich glaube, es sollte so sein, weil ich dann heute Morgen unsere letzten zwei Tage im Berchtesgaden einfach mich voll auf meine Yoga-Praxis konzentrieren kann, aufs Stricken und nichts anderes. Also auf die zwei liebsten Dinge, die ich so im Herzen trage. Genau, deswegen Yoga und Stricken. Ich habe heute geplant, lasst mich überlegen, ich muss auf jeden Fall den letzten Vlog noch schneiden. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Leider hat sich die Giveaway-Gewinnerin noch nicht gemeldet. Also ich denke mal, wenn sie es bis Ende dieser Woche nicht macht, dann schmeiße ich das Rad nochmal an und gucke, wer als zweites gewonnen hat. Dann mache ich das so. Und ja, Vlog schneiden. Dann möchte ich mich an meinen Dustland-Sweater machen, weil ich da an den Ärmel weitermachen möchte, weil er ja eigentlich in den Endzügen ist und das eigentlich ganz fix geht. Ich will noch das letzte Chart von meinem Aurora Cabin Shawl stricken, damit ich dann mit dem nächsten Muster anfangen kann. Und dann gucke ich mal, ob ich schon die Ärmelaufteilung von den Cardigan mache oder nicht, aber ganz easy. Vielleicht fahre ich auch heute nochmal nach Salzburg, das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das auch morgen. Wird sich herausstellen. Genau, und deswegen, der Vlog wird auch nur noch heute gehen, morgen nicht mehr. Und genau, denn München werde ich nochmal separat filmen. Ich weiß nicht, wie gut das Internet in München ist, deswegen dachte ich mir, ich beende heute Abend den Vlog, dann kann ich den morgen in Ruhe schneiden. Dann habt ihr den Samstag auf jeden Fall online. Na, dann seid ihr auf jeden Fall versorgt. Und ja, ich quatsche schon wieder so viel. Deshalb, ich habe mich nämlich gerade noch mit meinem Balance Öl einbalsamiert für die Yoga-Praxis und es riecht so gut, es riecht so schön. Deswegen jetzt Söckchen an. Das sind übrigens Söckchen, die ich mal aus der Westerwälder Wolle gestrickt habe, die ich bei Kiel geholt gekauft habe. Mag ich sehr, sehr gerne. Sehr hübsche Söckchen. Und genau, ich mache mir jetzt einen Tee, esse ein bisschen was und dann mache ich mich ans Stricken. Ich bin jetzt gerade dabei, mir meine neue Diffuser-Mischung fertig zu machen und ich habe mich entschieden für Citrus Bliss. Und das ganz normale Peppermint. Die letzten Tage hatte ich ja immer Supermint, wo ja drei verschiedene Minzsorten sind. Aber diesmal normales Peppermint. Und Citrus Bliss hat auch noch Vanille mit drin. Und das riecht so, so lecker. So, da habe ich meinen Tee. Das ist der Konzentrationstee. Ich dachte, das brauche ich jetzt für meine Strickprojekte. Und ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber ich musste es euch zeigen. Das ist mein liebster Kimchi. Den gibt es auch bei uns im Bioladen. Gefühlt immer in größeren Gefäßen. Oder vielleicht haben die das jetzt auch so geändert, dass es nur noch so halbgroße Gefäße gibt. Was ich gar nicht mal so schlecht finde, weil mir fällt es am Ende immer schwer, leer zu essen. Aber Kimchi liebe ich. Ich finde es so, so lecker. Ich weiß, so fermentierte Sachen sind nicht für jeden was. Aber ich finde das super. Und vor allem jetzt mit meiner gruseligen Haut brauche ich so ein bisschen was, was mein Körper aufpäppelt, und so fermentierte Sachen sind immer gut, um auch nochmal den Darm aufzupäppeln, von dem ja auch viel ausgeht, und deswegen, das ist mein liebster Kimchi. Richtig, richtig lecker. Und dann esse ich einfach nur mit Crackern. Also ich habe hier noch so, ja, Snack-Knäcke mit Saatenmix von DM, und da habe ich noch ein bisschen Maiswaffeln, also mal schauen, genau, da noch mein Kaffee, also so ein bisschen hydrieren und ein bisschen Energie. Und dann kann es jetzt gleich losgehen. In Phasen und Situationen, wo ich so ein bisschen den Halt verloren habe,
oder so ein bisschen runterkommen muss oder einfach zu nervös bin oder überfordert bin oder sonst was, gucke ich mir gerne Dinge an, die mich inspirieren, die mich runterbringen und genau, die mir einfach diese innere Ruhe geben. Und Ramdas ist so eine Persönlichkeit, ist, ich finde diesen Mann unfassbar faszinierend, ich finde ihn unfassbar inspirierend. Ich hatte ganz viel von ihm auf Netflix. Gibt es so eine ganz, ganz kurze Folge mit, ja, eine inspirierende Folge. Beziehungsweise ist es noch nicht mehr eine Folge, es ist ein Kurzfilm, würde ich vielleicht mal sagen. Ein ganz kleiner, inspirierender Kurzfilm, um so ein bisschen eure innere Mitte zu finden. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Interesse daran habt. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich habe auch noch eine längere Dokumentation über ihn. Das ist aber nicht wirklich eine Doku, es ist einfach... Guckt es euch an. Das ist schwierig zu erklären, aber das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich mir immer wieder angucke, wenn mir alles ein bisschen zu viel wird. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive. Willkommen zurück auf der Couch. Wir waren zwischendurch unterwegs, keine Sorge. Ich habe den ganzen Vormittag fleißig an meinem Aurora Cabin Shawl Beitrag gestrickt und sogar mehr gemacht, als ich eigentlich geplant habe. Und dann sind wir nach Salzburg gefahren. Zum Wolzemachen haben wir es leider nicht geschafft, denn man konnte leider in die Straße nicht reinfahren, weil da solche Pöller waren. Und wir waren mega spät dran und sind dann hin und her gefahren, haben keinen Parkplatz gefunden. Und für 5 Minuten hätte es sich nicht gelohnt, da reinzuspringen. Von daher haben wir das leider verpasst, aber nicht schlimm, denn wir waren in der Wolkistle, hieß glaube ich der Laden. Und der war super, super cool. Es war so viel in diesem Laden drin und ich habe natürlich auch was mitgenommen, das werde ich euch auch zeigen. Ich werde es euch gar nicht bis zum nächsten Podcast vorenthalten. Ich werde es euch jetzt präsentieren, denn es gab natürlich Lana Grossa, wie immer. Es gab aber auch viele Online-Sockengarne. Es gab handgefärbte Garne von der Besitzerin selbst, auch richtig, richtig schön. Es gab Pasquali, es gab Sadness Garn, es gab Knitting for Olive. Also alles, was das Herz begehrt. Es war wirklich bis oben hin voll. Mega, mega schöner Laden. Die Besitzerin war super nett und deswegen habe ich leider nicht so viel gefilmt, weil ich die ganze Zeit auf dieses Gespräch konzentriert war, weil es so nett war und ja, aber dafür zeige ich euch wenigstens die Garn. Das erste Garn ist dieses schöne Garn. So sieht das Baby hier aus. Das ist von online, das ist die Supersocke, 8-fach Nordic Color. 75% Schurwolle, 25% Polyamid, garantiert filzfrei und man strickt es mit 4 bis 5 mm Nadeln, denn es ist ein wirklich fettes Sockengarn. Aber mir ist diesen Winter aufgefallen, dass ich ziemlich viele Schals habe, die so ein Farbmuster haben und deswegen dachte ich mir, passende Socken wären wirklich nicht schlecht dafür. Dann konnte ich nicht rausgehen, ohne das hauseigene Garn mitzunehmen. Sie nennt es Farbengaudi, handgefärbt in Salzburg. Das ist die Farbe Eisvogel und 75% Merino extra fein und 25% Polyamid. Und so sieht das Garn aus. Mega süß, mega schön. Es gab so viele, also sie macht sehr, sehr, sehr bunte Garne, sehr abgespacede Garne, also wirklich mit 1000 Farben gefühlt drin. Aber irgendwie sind die trotzdem aufeinander abgestimmt, also es passt wirklich alles. Ich habe mich aber in diese Farbe hier verliebt und ja, es sind 100 Gramm, Lauflänge 425 Meter, Wollkistel, seht ihr, war doch ganz richtig. Und genau, deshalb, ich bin ganz gespannt, wie das zum Stricken ist. Vom Gefühl her ist es super. Sie hatte auch schon eine fertige gestrickte Socke, die ich auch angefasst habe. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Deshalb, ich werde euch berichten, was ich von diesem Garn halte. Und genau, das war soweit der Einkauf. Ich werde jetzt noch die letzte Reihe, und wirklich die letzte Reihe, an meinem Aurora Cabin Shawl weiter stricken, bevor ich mich dann an meinem Pullover mache.
Ich wende mich jetzt endlich meinem Dustlin-Sweater zu. Da sind die aufgenommenen Maschen für den Ärmel, für den ersten. Und ich werde gleich mit diesem Muster hier weitermachen. Und parallel gucke ich die neueste YouTube-Folge von Tati von Knitted Coffee und wieder mal mit meinem Splitscreen, weil es gibt einfach nichts Besseres. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Donnerstag hier bei mir und ich dachte mir, ich verabschiede mich so, wie es auch angefangen hat, mit diesem schönen Ausblick, auch wenn man die Berge aktuell nicht sieht, weil alles voller Nebel und Regen und allem ist. Aber ich dachte mir, das wäre es auf jeden Fall nochmal wert. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle wieder mit dabei wart, dass ihr mich auf meiner Reise hier begleitet habt. Und es war so, so schön, für euch alles zu filmen und euch alles zu zeigen. Jetzt geht es morgen nach München. Da werde ich euch selbstverständlich auch mitnehmen. Dazu wird es aber einen separaten Vlog geben. Deshalb wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!